Es sind mächtige Bilder, die teils einflussreiche Netzwerke für sich nutzen wollen. Der rechtsextreme Dritte Weg ruft online zu Protesten auf. Auch die Freien Sachsen wenden sich bei Telegram an 150.000 Abonnenten. Das Kalkül? Es soll so aussehen, als ob sie die Bauernproteste steuern würden. Und die Politik steigt auf dieses Narrativ voll ein. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Denen geht's nicht um die deutsche Landwirtschaft, die haben feuchte Träume von Umstürzen. Auch Innenministerin Faeser warnte vor Rechtsextremisten und Demokratiefeinden, die die Proteste kapern und instrumentalisieren wollen. Solche Aussagen provozieren Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Zustimmung, Widerspruch, egal. Hauptsache, über das Thema wird geredet. Dadurch wird deren Einfluss größer dargestellt, als er in Wahrheit ist. Berlin Direkt hat in allen 16 Bundesländern nachgefragt. Rechtsextreme gibt es zwar vereinzelt in der Protestbewegung, doch auf den Straßen spielen sie faktisch keine Rolle. Keine Straftaten, weitestgehend friedlich, keine Unterwanderung durch Rechtsextremisten. Und durch solche Worte wie Allmachtsfantasien, Umsturzpläne oder Umsturzfantasien, wie Herr Habeck das gemacht hat, das ist wirklich bösartig. Und das war auch gezielt so. Man wollte diese Proteste diskreditieren von vornherein und die Bevölkerung und die Landwirte spalten. Das ist misslungen und das ist gut so. Innenministerin Faeser hält ihre frühzeitige Warnung trotzdem für berechtigt. In einem Rechtsstaat geht es immer darum, das Grundgesetz zu verteidigen. Das ist meine Aufgabe auch als Verfassungsministerin. Und da muss man rechtzeitig klare Sprache auch haben und auch Ansagen machen. So verstehe ich auch innere Sicherheitspolitik. Das hat nichts mit politisch schnellen Gewinnen zu tun, um Gottes Willen gerade nicht. Finanzminister Christian Lindner widerspricht heute. Jetzt werden sehr schnell Stimmen laut, auch aus den Reihen unserer Koalitionspartner, die von einer Radikalisierung sprechen und davor warnen. Die Bauernproteste verlaufen friedlich. Dass so viel darüber diskutiert wird, ist ein Erfolg für rechtsextreme Netzwerke, sagen Forscher. Es gelang auch schon bei anderen Themen. Corona, Energiekrise, Russland. Bei diesen Themen suggerierten Aktivisten mehr Einfluss, als sie tatsächlich hatten. Relevant sind die Versuche dennoch, wie sie hier erforscht haben. Das konkrete Thema eines Protests oder einer Debatte ist rechtsextrem erstmal zweitrangig. Es geht darum, dass bestimmte Themen als rechts wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Und wenn gewisse Themen als rechts wahrgenommen werden, hat man einen gewissen Raumgewinn, in dem auch es schwieriger ist, demokratische Positionen dagegen zu setzen. Auch junge Bauern haben das verstanden. In einem Instagram-Video mit fast 5 Millionen Aufrufen distanzieren sie sich von rechts. Allein, dass sie das machen mussten, ist ein Erfolg der einflussreichen Netzwerke. Denn sie geben den Bauern vor, worüber sie reden müssen. Wir würden total gerne über Inhalte sprechen. Wir würden gerne sagen, was wir für Forderungen haben, was wir als Junglandwirtin brauchen, um in Zukunft unseren Beruf ausüben zu können, und haben eigentlich gar keine Lust, uns ständig gegen rechts abzugrenzen. Es geht darum, dass wir eigentlich nach Gemeinsamkeiten suchen, und das sollten wir auch gerade bei den aktuellen Protesten probieren. Der Politik fehle es zu oft an Gelassenheit, so Konfliktforscher. Reflexartige Warnungen vor Unterwanderung lenken ab vom eigentlichen Thema und vergiften die Debatte. Eine, die sich klar an die Seite der Bauern gestellt hat, ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und die ist mir jetzt live zugeschaltet aus Schwerin. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Benergy. Frau Schwesig, Sie haben in einem Interview Anfang der Woche gesagt, dass Sie Ihren persönlichen Draht zur Bundesregierung auch nutzen werden, um sich für einen Erhalt der Subventionen für die Bauern einzusetzen. Wenn man jetzt Olaf Scholz in dem Video hört, da scheint nicht viel angekommen zu sein. Was erwarten Sie denn jetzt von der Ampel noch für ein Angebot an die Bauern? Ich verstehe die Proteste der Bauern, weil ich seit vielen Jahren selbst mit dem Bauernverband in den landwirtschaftlichen Betrieben unterwegs bin. Zwei Drittel der Menschen bei uns leben im ländlichen Raum. Und die Art und Weise, wie jetzt die Sparvorschläge gemacht worden sind und wie auch der Kompromiss zustande kam, nämlich ohne dabei die Verbände mitzunehmen, die Betroffenen mitzunehmen, hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich bin sehr froh, dass
im ersten Schritt die Bundesregierung ja nachgesteuert hat und die Kfz-Steuer vom Tisch ist. Und jetzt im zweiten Schritt der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich gesagt hat, dass es nicht ein Automatismus gibt, das einfach durchgezogen wird, sondern dass man sich jetzt an den Tisch setzt und miteinander redet. Und ich habe große Erwartungen in das Gespräch morgen der Fraktionsvorsitzenden mit den Verbänden, so wie viele, weil es gut ist, dass man sich überhaupt an einen Tisch setzt. Und wir als Bundesland haben ja auch verschiedene Vorschläge gemacht, wie eine Lösung aussehen könnte. Sie sagen, Sie verstehen die Bauern und Sie setzen Ihre Hoffnung in die Fraktionsvorsitzenden. Das ist aber dann immer noch nicht der Bundeskanzler. Der sagt ja, es sei schon ein guter Kompromiss. Zu diesem Kompromiss gehört eben die stufenweise Abschaffung der Subventionen für Agrardiesel. Damit sind die Bauern nicht einverstanden. Was machen Sie, wenn der Kanzler da nicht nachgibt? Es gibt ja das strukturelle Gesetz, dass kein Gesetz in das Parlament so, dass kein Gesetz aus dem Parlament so rauskommt, wie es reingeht. Das Haushaltsgesetz ist jetzt im Parlament und die Fraktionen beraten darüber und die Fraktionsvorsitzenden haben eben morgen die Verbände am Tisch. Und ich glaube, dass es gut ist, jetzt miteinander zu reden, denn es geht mittlerweile um viel mehr als den Agrardiesel. Es hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Es geht den Landwirten darum, eine Perspektive zu haben. Es geht um faire Preise, es geht um die Marktmacht der Lebensmittelkonzerne, es geht um hohe Bodenpreise und darum, wie kriegen wir Klimaschutz und Tierschutz hin, aber so, dass eben auch die Landwirte dabei noch finanziell klarkommen. Und wir müssen ja ein Interesse haben als Land, dass weiter bei uns regionale Produkte produziert werden. Jetzt wandern viele Produktionen mittlerweile ab nach Italien, in andere Länder Europas. Und wir müssen ja ein Interesse haben, dass bei uns die Landwirtschaft weitergeht. Und das Thema ist viel größer und deshalb ist es gut, wenn morgen auch das Thema größer beraten wird. Es muss um eine Perspektive gehen. Und auch wenn es größer ist, entzündet sich die Wut an den Agrardiesel, an der Agrardieselfrage. Habe ich Sie jetzt gerade richtig verstanden, dass Sie im Prinzip Ihre SPD-Kollegen im Bundestag dazu auffordern, das Ganze noch einmal zu kippen? Rolf Mützenich hat selber gesagt als SPD-Fraktionsvorsitzender, dass es für Sie keinen Automatismus gibt, dass einfach durchgezogen wird. Alle Gesetze werden ja im Parlament also Sie beraten, hoffen sonst darauf, dass würde der Agrardiesel ja im das Parlament im keinen Sinn machen. Und ich hoffe sehr, dass es einen Kompromiss gibt, der mit wo alle mitgehen können, der überhaupt mit den Verbänden beraten wird. Und nochmal, was eigentlich die Landwirte erwarten und die Menschen im ländlichen Raum, dass es insgesamt eine Perspektive gibt. Es haben sich in den letzten Jahren viele Probleme aufgestaut, nicht nur erst in der Zeit der Ampelregierung im ländlichen Raum. Und das muss jetzt gelöst werden. Und bei der ganzen Debatte geht es auch um eine Zukunft des ländlichen Raums, denn die Sparvorschläge jetzt betreffen den ländlichen Raum. Das ist ja auch der CO2-Preis, der die Pendler vor allem trifft. Das sind die Windräder, die wir aufstellen im ländlichen Raum, ja nicht in der Stadt. Und dort steigen die Netzentgelte. Und das sind viele Themen. Und wir müssen zusehen, dass Stadt und Land zusammenbleiben. Und Frau Schwesig, das würde ich gerne aufnehmen. Sie sagen, da hat sich einiges aufgestaut. Das sehen wir auch an den Umfragewerten der Bundesregierung im Politbarometer. Gerade am Freitag sieht man einen massiven Vertrauensverlust in die Ampel. Auch wenn Neuwahlen jetzt momentan nicht realistisch scheinen, kann eine Regierung mit so wenig Rückhalt in der Bevölkerung einfach so weiter regieren oder braucht es eine neue Legitimation durch Neuwahlen? Nein, es braucht keine Neuwahlen. Es geht jetzt um die Sache, es geht um die Lösung und die Menschen wollen, dass zum Beispiel dieses Problem jetzt gelöst wird, größer als nur zum Agrardiesel. Und es geht darum, dass wir eine Perspektive haben, wie ist die weitere wirtschaftliche Entwicklung, wie kriegen wir Energiepreise in den Griff, wie bekommen wir mehr sozialen Zusammenhalt hin. Und beim Klimaschutz ist ganz wichtig, ja, die große Mehrheit sagt, wir wollen Klimaschutz, aber er muss eben machbar sein, er muss bezahlbar sein. Und ich habe ja die Koalitionsverhandlungen der Ampel erlebt und habe da wirklich viel Hoffnung gehabt, dass es uns gelingt, wirtschaftliche, soziale und ökologische Fragen zu verbinden und nicht gegeneinander zu stellen. Und der Geist, der damals war, mehr diese Dinge zusammenzuführen und vielleicht nicht so viel darüber zu streiten, der sollte wieder aufleben. Und ich glaube, die große Mehrheit der Bürger will einfach nur, dass regiert wird und dass die Entscheidungen gut erklärt werden und dass vor allem unser Land zusammenbleibt. Sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Schwesig. Ich danke Ihnen.